egal was ich wähle, mich wahrscheinlich dann irgendwie schlecht fühlen werde oder so. Ja, ich glaube, das hast du halt in der Bundestagswahl halt immer. Ja, super. Welcome to Democracy. Kann ich so leicht, also ich habe hier so ein Nasenspray. Lass mal kurz anstoßen. Oh, jetzt habe ich habe halt gar nichts. Ich habe hier einen Tetrapack und eine Plastikpulle. Ja, aber es reicht ja, wenn einer das Geräusch macht. Nee, das müssen beide. Okay. Wie na, willst dann, du bitte selbst anstoßen? Naja, ja. Okay. Aber stimm gleich ein, okay? Oh. Ja, mhm. 3, 2, 1. Butawa. Whatever will be, endlich. Wie geht es euch weiter? The future is not the ours. The future of to the see. Land is in our hand. Butawatawa. Die Bundestagswahl steht wieder in den Startlöchern und ihr erinnert euch natürlich noch an den letzten Butawa-Padumkast. Ja. Bei dem es unter dem Motto Butter war die Fische, Martin Schulz gegen Angela Merkel, die Karten sind neu gemischt, würde ich sagen. Mhm. Aber erzähl du. Die Karten sind gezinkt, würde ich fast sagen. Meinst du, die Wahl ist gezinkt? Nee, ja, so nicht, aber um deine Metapher da irgendwie weiterzuspinnen, habe ich das halt jetzt mal gesagt. Okay, habe ich nicht verstanden. Ach so, na gut. Gut, also, dass wir uns da verstehen, da kann es ja jetzt losgehen. Wir haben eine völlig neue Situation. Wir haben das letzte Mal, erinnerst du dich noch, wir hatten eine AfD, die in den Bundestag eingezogen ist und nonetheless, die sind ganz schön irrelevant geworden, kann das sein? Ja, naja, also Medienpräsenz haben die nach wie vor am meisten, also von irrelevant kann man vielleicht nicht unbedingt sprechen und die tatsächliche Wahlurne wird ja dann erst zeigen, wie relevant die sind, aber ja. Fraglich, ob sie gut performt haben, ob alle Versprechen eingehalten wurden. Genauso fraglich ist, ob der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist. Spaß beiseite. Ich finde übrigens sehr geil, dass es immer nur so ein Großevent bedarf, dass der Podumcast mal wieder zurückkommt. Ob das jetzt ein Ärztealbum ist oder die Bundestagswahl. Ja, ich weiß nicht, also du hast mich ja auch frech hintergangen und einfach hier mit Tinko irgendwie einen Alternativ-Podcast gemacht, weil der mit einem Schein gewedelt hat. Genau, oder mit seinem Körper, mit seiner physischen Präsenz, weil über Discord ist halt immer nur so halb geil. Ist okay. Übrigens genau beim Brennpunkt, den wir gerade eben aufgenommen haben, habe ich in solchen Situationen immer mein Mikrofon gemutet, weil der ist professionell. Danke. Aber jetzt konnte ich es endlich mal rauslassen. Ja. Ja, ist ein Halbgeil, wir machen es halt gerade faktisch über Discord. Aber wenn dir das Event Butawa gerade gut genug ist. Das ist mir gut genug, das können wir machen. Also ich habe direkt auch mal eine Eingangsfrage für dich, die mich ehrlich gesagt bei mir ein bisschen aufregt. Aber ich sehe es gerade nicht so. Und zwar, hast du dich in irgendeiner Form mit den kleineren Parteien beschäftigt? Die Humanisten oder Volt oder wie sie alle heißen? Volt tatsächlich, da ich einen Bekannten habe, der in der Partei mitwirkt, habe ich mir das ein bisschen angehört. Finde die auch gut. Habe mir auch schon so einen Flyer von denen durchgelesen, sage ich, also wirklich nur ganz randmäßig. Aber ich habe mich mit denen, sage ich mal, zumindest ein bisschen beschäftigt. Ich würde mir wünschen, dass die stärker werden. Ja. Aber diese dämliche 5%-Hürde, das hält mich halt leider ein bisschen ab, ne? Das ist halt schon Sackgang, weil das ist eigentlich kein cooler Ansatz, weil wie sollen die denn, die AfD hat es ja auch geschafft, so, weißt du? Und da haben die Leute auch nicht gesagt, oh, das lohnt sich ja nicht so. Und das ist halt dumm. Das ist halt richtig dumm, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie gerade voll wichtig. So, und da kann man nicht hier so rumexperimentieren. Ja, hier Europawahl, die Partei wählen, das ist schon immer ein guter Move, so. Aber ach, ich weiß auch nicht. Ja. Wäre natürlich dann, ja, also die Partei sehe ich auch nicht im Bundestag. Dann schon eher sowas wie Volt. Das ist natürlich die Frage, ob bei der nächsten Europawahl hingegen man dann mal gucken kann, ob man nochmal eine andere Kleinstpartei wählt. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass die Partei mit diesem ganzen Semsrott-Gate und so weiter doch irgendwie teilweise enttäuschend war. Zumindest meines Erachtens nach. Ja, das aber war halt schon scheiße, aber man muss sagen, also da Sonneborn im Europäischen Parlament, das ist schon gute Nummer. So, also, ich weiß nicht, hast du diese ganzen Videos gesehen?
Was sind diese ganzen? Also ich kenne halt viele, wo er zum Beispiel diese Assange-Sache angesprochen hat und gesagt hat, hier, dann treten sie halt aus der EU aus, wenn sie den frei ausliefern und so weiter. Also diese ganzen Reden, ne? Ja, nein, nicht nur Reden, da sind halt auch so ein paar Aktionen einfach dabei. Oder selbst das, was ja auch, wie hieß er? Sam's Rod. Der hat ja auch so einen Move gemacht mit diesen ganzen Stickern auf dem Anzug. Hast du das mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen, aber das hat mich auch nicht komplett überzeugt von ihm. Ja, ich meine nur halt so eine Aktion an sich. Ich finde das schon gut, dass so ein Faktor da einfach in diesem Parlament drin sitzt und irgendwie allen halt so ein bisschen auf die Finger schaut. Klar. So, und deshalb, also ich... Es ist nicht so, dass ich die Partei, dass ich bereue, die gewählt zu haben. Nur ich... bin unentschlossen, ob ich es nochmal tun würde unter den aktuellen Gesichtspunkten. Ne? Okay. Aber es wird natürlich auch wahrscheinlich eine ganz, ganz neue, neue Aufstellung sein, wenn es soweit ist. Aber es ist ja nicht die Eupava, sondern die Butava. Ist richtig, Butava. Whatever will be, will be. Und auch hier haben wir eine völlig neue Situation. Wir hatten zum Beispiel vor 4 Jahren völlig andere Themen. Kein Klimawandel und folglich auch relativ wenig Grün. Ne, die sind, glaube ich, aktuell mit 8,7 oder so im Bundestag. Auch wenn die gerade enorm im Abstürzen sind, das wird zumindest mehr als vor 4 Jahren. Hm. Du nimmst mir die Bälle hier ab wie kein Zweiter, Alter. Ich habe halt just in diesem Moment hier nochmal den Wahl-O-Mat gegen geöffnet. Aber dann dachte ich auch, nee, ist ja auch dumm. Eigentlich wollte ich nur meine Ergebnisse, aber ich habe halt nicht alle, sondern nur Top und Bottom. Okay. Das ist sehr schade. Aber ja, hier. Guter Ball, ja jetzt, doch. Es gibt ja auch aktuell dieses Funkformat, dieses Kreuzverhör. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe da in eins reingeschaut. Ist das mit Mirko auch, ne? Da sind verschiedene, aber auch mit Mirko und so einer Dame daneben. Und die fragen ja auch hier, wann hast du das letzte Mal aufs Smartphone geguckt, während du eigentlich zuhören solltest? Und wahrscheinlich sind das die ganzen Politiker, die heimlich im Bundestag einen Wahl-O-Maten machen, anstatt zuzuhören. Ja. Und da dachte ich, hey, komm, du, wenn du jetzt hier Podcast machen sollst, erstmal nebenbei so eine halbe Stunde Wahl-O-Mat. Ich kann ja reden, ich kann ja die Zeit füllen, nur die Frage ist die Qualität dann auch hoch und wollen die Leute das sehen? Ja. Boah, Alter, was ist das? Was sind das für Geräusche gerade? Ich musste mich kurz räuspern. Das war ganz unangenehm. Das war jetzt gerade wirklich I'm under the water, so hat sich das gerade echt angehört. Ja, so reden Inder. Ja, bei mir kam halt so Discord-Störung raus. Egal, also ja, ich habe zum Beispiel beim Wahl-O-Mat, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, die Tierschutzpartei ganz oben, von der ich noch nie, also bestimmt habe ich das schon mal gehört, aber ne, ich habe da jetzt nicht groß mich reingelesen und bin mir auch sicher, dass das hier so eine Kleinstpartei sein wird. Ja. Und das ist halt schade, weil vielleicht ist sie ja super und zum Beispiel Humanisten kriege ich halt auch immer wieder mit, ja, das ist eine ganz gute und so. Aber, ja, also im Endeffekt ist die Entscheidung meines Erachtens leider, wie du richtig sagst, zwischen denen, die auch eine Chance auf dem Bundestagssitz haben. Wo sind die denn? Tierpartei. Ich habe übrigens eine Briefwahl beantragt. Hast du das gemacht oder gehst du hin am den Sonntag? Ich gehe hin. Ich kann halt nicht garantieren, dass ich da bin. 27 gibt es diesmal. Das 27 Briefe? 27 Briefe muss man ausfüllen. Ich weiß auch, bei der letzten Wahl, das war irgendeine Lokalwahl, da musste ich drei Wahlstimmen abgeben und ich wusste einfach nicht, was ich bei der dritten wähle. Die habe ich dann tatsächlich nicht ausgefüllt, da war ich einmal Nichtwähler. Da habe ich dann, glaube ich, irgendwie so einen komischen, was war denn das, so einen komischen Rat der Migrierten oder so, ganz komisch, was mich aber wirklich nicht so ganz interessiert. Gut, da war ich mal Nichtwähler. Ich denke, das werde ich jetzt nicht wiederholen, zumindest nicht bei so einer wichtigen Wahl. Aber wir kommen irgendwie gar nicht so richtig in die Themen rein. Ja, Robin, geh was, halt mal in ein Thema rein, ist okay. Nicht welche Partei, sondern was wählst du? Was ich wähle? Mhm. Was meinst du jetzt? Also welche Themen mir wichtig sind oder was? Du kannst die Frage, ist eine offene Frage. Oh, das ist so richtig am Markus Schlansko, Wansko, Alter. Ja, also es gibt ein wichtiges Thema und das ist die Klimakrise. Alles andere ist für mich tatsächlich so ein bisschen hinten dran gerade. Was ich auf jeden Fall nicht wähle, ist Christentum. Und was ich nicht wähle, ist Faschistentum. Fair enough. Ja. Aber selbst das gliedert sich ja schon auf ohne Ende. Übrigens meine, ich habe mich auch gefragt, wie ich natürlich
Wahl, ne? Oder was will man eigentlich erreichen, ne? Man kann jetzt eine Kleinstpartei wählen, da ist die Stimme weg. Man kann so irgendwie die eigene Meinung tatsächlich nur durchkriegen, indem man meines Erachtens strategisch wählt. Und bist, oder frag mal so, bist du entschlossen bereits? Hast du schon eine Wahl getroffen? Nee. Wovon? Ja. Was muss passieren, dass du eine Wahl triffst? Oder triffst du die erst in der Wahlkabine? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Also, das ist alles irgendwie ein bisschen schäbig. Das ist das aktuelle Problem. Also, worauf ich hinaus will, ich sage jetzt mal, was ich eigentlich sagen will. Ja. Wir müssen auf Koalition spekulieren. Und zumindest ist es bei mir so, dass ich so auch wählen müsste, weil nach all dem, was passiert ist, will keiner mehr keiner stimmt nicht, aber kein klar denkender Mensch, nochmal eine CDU an der Macht, weil wir wissen, die werden den aktuellen Kurs fortführen. Da ist Oma Christel übrigens überzeugt von, dass die eh raus sind. Dass die raus sind? Dass sie raus sind. Die sind aus der Regierung raus. Da ist sie jetzt schon mal überzeugt von. Dann bleibt ja nicht mehr besonders viel übrig. Mir fehlt es nur Rot, Rot, Grün und Ampel vor. Ne? Mehr bleibt ja nicht, was ohne die CDU möglich ist. Also zweier Bündnisse werden es höchstwahrscheinlich nicht werden, aber was tun in dieser Situation? Das ist die Frage. Das muss ich mal, es müssen über 50% sein zusammen, ne? Ja, minus der sonstigen, die nicht in den Bundestag kommen. Ja, aber also Zweierbündnis, aktuelle Zahlen, Rot-Grün könnte zum Beispiel auch gehen, oder? Also theoretisch ist jetzt nicht unerreichbar. Es gehen halt auch immer Minderheitsregierungen, aber ich sag mal, es war jetzt auch im vergangenen Jahr hin und wieder richtig schwierig, sag ich mal, weil die Zahlen haben sich immer gewandelt. Teilweise war auch, glaube ich, zahlenmäßig nur eine Ampel möglich. Ich glaube da, also die, auch weil wir gerade mit Oma Christel hatten und ich heute auch da, das war das Einzige, was ich mit ihr beredet habe, weil sonst, ja, kein Bock. Also ich bin da auch nach wie vor echt nicht überzeugt von. Also klar gibt es Tendenzen bei Umfragen und so, aber das war auch einfach schon viel zu oft so, dass es dann ganz anders kam. Also ich kann mir auch vorstellen, dass aus dem Nichts dann plötzlich die CDU wieder übelst viel Stimmen bekommt. Von irgendwelchen Leuten, die halt nie bei irgendwelchen Umfragen dabei sind, irgendwelche Rentner, die halt wirklich, keine Ahnung, aus dem Altenheim hingepfercht werden oder so. Ja, also, der Wind kann sich immer drehen, ist halt klar, ne? Also dennoch, man muss die Entscheidung auf irgendwas basiert treffen. Wie wählt man taktisch so, dass das, was man will, halt passiert? Und das ist der einzige Anhaltspunkt, natürlich nur Mittel über all die Umfragen, die gemacht wurden, ne? Sagst du, was von beiden du bevorzugen würdest? Ich meine, ich krieg aus der Nostra-Bubble sehr, sehr viel Wind gegen die FDP mit, was natürlich durchaus begründet ist, gerade weil wir es vom Thema Lobbyismus und so weiter hatten, was ja für Rot-Rot-Grün stimmen würde, was anderes bliebe ja nicht übrig. Auf der anderen Seite wäre das halt schon ein bisschen sehr links. Das wäre ein bisschen sehr links. Ja, also ich sag, das sind halt drei einfache Worte. Das ist ein bisschen sehr links. Ja, ich bin kein großer Fan der FDP. Ich bin ja jetzt nicht so ein Hater, würde ich sagen, aber ist eher nicht meins. Ein bisschen sehr links, weiß ich nicht. Also, ja. Ich weiß es nicht. Wir sind ein paar Dummkasten, wir können auch eine Minute nichts sagen. Ja, wir sind ja hier super frei. Es ist alles, das Ding ist halt, das ist halt alles so. Ich bin in fast jede Richtung auch einfach übelst voreingenommen. Ich finde auch alleine dieses Waldorf-Ding, also es ist halt echt hart. Ich sehe da irgendwie auch eine Baerbock vorne stehen. Ja, und sehe dann auch schon wieder die ganzen, wobei sich das mit den Impfverweigerungen etwas beißt, aber sehe halt diese ganzen Waldorf-Mutis dann wieder. Oh ja, und dann gibt's ja auch diese, bei was war denn das, wo die auf diesem Treffen sind? Oh, von was war denn das? War das von der Heute-Show oder so? Wo diese ganzen Globuli-Leute da halt auf so einer Messe sind. Das war doch von irgend so einem Heute-Show. Ich weiß es nicht.
Und so habe ich bei Jesus alles. Weißt du nicht, was ich meine? Das war vor zwei. Nö. Vielleicht war es sogar bei. Oh, wie heißt er? Den ich groß gemacht habe. Ich komme nicht drauf. Böhmermann. Vielleicht war es sogar bei dem. Das war so ein TV-Beitrag, wo die auf so eine Messe gegangen sind, wo unter anderem die ganzen grünen Spitzenkandidaten waren und die dann halt alle so dieses hässliche Esoterik-Globuli-Fressen-Zeug unterstützt haben. Und es ist in alle Richtungen ist irgendwie Kacke, Alter. Hm. Deswegen, ja. Das klingt aber eher so, dass... Also auf dem Papier müsste ich sagen, ja, alleine um dieses Zeichen zu setzen, fände ich es halt gut, wenn Grün erfolgreich wird. Aber Grün steht jetzt auch nicht unbedingt für, wir machen das Beste für die Klimakrise so. Ja, in der Tat. Also, ja, das haben wir ja unter anderem in der letzten NRW-Regierung so ein bisschen gesehen, ne? Das hat ja, glaube ich, Rezo in seinem Video auch nochmal angesprochen, dass da dieses letzte Kohlekraftwerk nochmal abgenickt wurde und so. Aber was ich aus deiner Ansprache gerade ein bisschen raushöre, ist, dass es ein bisschen persönliches Gefühl ist, was da mit reinspielt. Ja, ein bisschen weniger die Themen. Ja, naja. Naja, weil ist bei mir ähnlich. Das wollte ich nur sagen. Okay, ja, das kann gut sein, dass das so ist. Aber es geht nicht, also es geht eher darum, dass ich, egal was ich wähle, mich wahrscheinlich dann irgendwie schlecht fühlen werde oder so. Ja. Ich glaube, das hast du halt in der Bundestagswahl halt immer. Ja, super. Welcome to Democracy. Parlamentare Krimokracy. Ja. Ja, also ich denke tatsächlich, dass wir alle was Ähnliches wollen. Ne? Also diese Klimageschichte, da, ohne Frage hat da die Grüne eine Priorität drauf. Die Frage ist halt das Wie, ne? Mhm. Und kriegen wir es hin und wie kriegen wir es hin? Ich weiß nicht, ob du dich, wie sehr du dich mit den konkreten Herangehensweisen schon beschäftigt hast, beziehungsweise ob du, ich gehe von oben los. Also, für mich fliegen die GroKo-Parteien halt raus, die werde ich nicht wählen, weil die haben zu viel Scheiße am Sack. Was bleibt übrig? AfD bleibt nicht übrig, die Linke bleibt nicht übrig, so. Da haben wir nur noch zwei Möglichkeiten und die muss man jetzt abwägen und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht fertig entschlossen, weil ich sehe, dass die Grünen halt die Klimapartei sind, aber ich sehe halt auch das, was du siehst und ich muss sagen, die Partei, das, ich weiß, wie viel Scheiße die FDP am Schuh hat, aber in dem Wahlprogramm sind Punkte drin, die ich interessant finde. Ne, gerade diese Geschichte mit dem, wir werden nichts verbieten, außer zu viel CO2 auszustoßen. Und dass man das dann quasi von oben drosselt und immer teurer macht, sodass dann irgendwann die Leute von sich aus kein Interesse mehr haben werden, das auszustoßen. Habe ich einen Gedankenfehler oder ist das eine gute Idee? Naja, wenn's, also ich weiß gar nicht, wie du es wirklich perfekt löst. Also gut, also es ist schon so, dass es ein Cap gibt pro Person in diesem Format oder was? Oder wie ist das geregelt? Ja, pro Kopf, beziehungsweise wir dürfen insgesamt als Land nur noch so und so viel CO2 ausstoßen. Als Land ist halt wiederum irgendwie ein bisschen schwierig. Weil oder dann, als Welt oder als, gut, das ist eine gute Frage. Also was ich auf jeden Fall halt albern finde, wenn das halt irgendwie, also wenn einfach jemand, der mehr Geld hat, dann halt mehr rausballern kann, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich. Okay. So. Der Ansatz dazu, das haben aber, glaube ich, Grüne und FDP beide, ist ja diese CO2-Dividende, dass dieses zusätzlich, diese CO2-Mehrbepreisung an die komplette Bürgerschaft ausgezahlt wird, über die Köpfe gemittelt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Punkt vertraut bist. Die Einnahmen werden komplett ausgezahlt. Dass man das wieder kriegt, wenn man drunter fällt, ne? Wenn man weniger verbraucht, dass man dann theoretisch Geld bekommt. Sozusagen, genau. Also beziehungsweise jeder kriegt das, was dieser Fonds wieder ausspuckt, aber manche mussten halt mehr bezahlen und haben dadurch in Summa summarum weniger. Mhm. Puh. Ja, also wenn man diesen Sachen glauben kann, dann, also ich sehe es aktuell noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob du mal deinen ökologischen Fußabdruck gemacht hast. Habe ich gemacht, ja. So und beziehungsweise, ja, mal gleich. Also es gibt verschiedene Zahlen, die dann da stehen, aber das letzte Mal stand da halt auch schon irgendwie, pro Person müsste es eigentlich unter 1 sein oder so. Also der Durchschnitt ist bei 11,8 Tonnen oder sowas, glaube ich.
Und unter 1, ja, und ich bin halt super sparsam. Ich habe fast nichts, ich habe keine Laster, ja. Ich bin einfach perfekter Mensch. Und habe halt trotzdem 3,5. Ich fahre kein Auto, ich mache nichts so. Alleine, also ich kann auch gar nicht gerade so viel ändern, außer halt irgendwie meine Wohnung zu ändern oder so. In ein Zelt zu ziehen. Und also ich sehe es mit den aktuellen Sachen einfach noch nicht realistisch, dass wir das überhaupt schaffen. Also klar ist es auch ein Durchschnitt. Das gibt natürlich dann ganz viele Leute, die da drunter sind. Und dann gibt es wieder Leute, die das übelst hochtreiben. Was weiß ich, viel Flieger oder sonst was. Mhm. Aber also ich glaube, also ohne Innovation wird es halt eh auf keinen Fall so. Alleine auch, wenn man vielleicht versucht, die Effekte, die jetzt gerade eh schon kommen, irgendwie wieder umzudrehen. Und ich glaube auch, ohne Verbot wird es halt einfach super schwierig. Genau. Und ich predige das halt immer wieder und klar, es ist scheiße und dann schreit man Diktatur, aber vielleicht geht's auch einfach nicht ohne eine Form von Ökodiktatur. Es ist halt scheiße, natürlich. Ja. Aber ich sag halt immer wieder, wenn von heute auf morgen das Fliegen einfach komplett verboten wäre, würde es nicht so lange dauern, bis es eine CO2-neutrale Alternative gäbe. Das ist ja genau dieser Strohhalm-EU-Norm-Ding. Weißt du, was ich meine? Plötzlich gab es zig Möglichkeiten, irgendwie Strohhalme zu produzieren. Ja, aber ich weiß nicht, ob du das gehört hast, im letzten oder vorletzten Brennpunkt, als ich dann gesagt habe, ich hatte so ein Trinkpäckchen in der Hand und es war halt dann trotzdem nicht so Stein des Anstoßes, wir überdenken mal alles. Nee, da war dann halt der Papierstrohhalm in der Plastikverpackung an der Plastikverpackung. Ja. Und man macht halt wirklich nur das Allernötigste. Genau, deshalb in irgendeiner Art und Weise pragmatisch rangehen und eine Lösung finden, die alles abdeckt. Und die ist nun mal CO2 in Summe, Ausstoß muss teurer werden. Und die Idee ist ja, dass dass dadurch Innovation entsteht, weil wenn wir jetzt uns als Deutschland wirtschaftlich schwach machen, dadurch, dass wir Verzicht üben, werden alle denken, hör, Klimaschutz, das ist ja total dumm, da wird man ja wirtschaftlich schwach. Und der Umkehrschluss ist dann, dass man sagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir das irgendwie in Innovation ballern, wie auch immer, eben. Um Vorreiter zu werden, damit China zum Beispiel, das gute alte China, dann sagt, jo, okay, krass, cool, ein Wasserstoffflugzeug ist ja voll günstig, wenn man das so und so baut. Ja, und dann kaufen die 2 Milliarden Chinesen das dann. Also, ne? Das ist ja auch immer wieder das Ding, was so ein bisschen ausgeblendet wird, dass das jetzt, es kostet alles so viel, aber wenn man es halt nicht macht, kostet es viel mehr. Dann das, in genau, 10, 20, 30 Jahren. Der Punkt. Und das meine ich ja auch. Also wenn man jetzt, ja, es ist natürlich alles radikal und so, aber wenn man jetzt irgendwie auch die Autos verbieten würde, die Verbrenner, radikal von heute auf morgen, dann wird es halt auch viel schneller gehen. Vielleicht auch hier, da kommt dann der VW an und sagt, ja, das könnt ihr nicht machen, wir brauchen das doch. Und ein Jahr später verkauft VW halt ihre neuen Autos nach China. Und haha, guck mal, was ist denn hier los? Ja, das ist aber ziemlich genau meine Ansicht, dass wir eine kurze, in Anführungsstrichen, Ökodiktatur brauchen, die in einer ziemlich geilen Zukunft resultiert, wenn wir es irgendwie schaffen sollen. Und das sind halt meines Erachtens so die Grundideen von Grün und Gelb kombiniert. Die anderen Parteien haben das jetzt auch so ein bisschen, also das ist halt das Gleiche, hat dann später auch die CDU erzählt und so. Die haben dann gemerkt, okay, das Thema kommt, gut, wir machen das jetzt auch so ein bisschen so, ne? Im Endeffekt können die das halt nicht, weil die im Arsch der Lobby stecken. Aber so ein bisschen halt. Dennoch ist das so dieser Ideenmix, um das zu lösen, den ich gut fände. Und deshalb zu der Frage, was ich gerne hätte, wäre halt diese Ampelkoalition. Idealerweise natürlich eine ohne SPD, aber ich glaube, das geht nicht. Leider. Ja, ja. Weil das auch eine komplette sacklose Partei ist, auch wenn ich zu Kevin Kühnert mal gesagt habe, dass er große Eier hat, er ist aber auch der Einzige aus der Partei. Mhm. Hallo, da gibt's doch diesen Twitch-Streamer. Welchen? Timo Wölken, der wird doch immer von allen gefeiert. Ich habe mich nicht so mit dem beschäftigt, ich weiß nur, dass die immer sagen, ach, guck mal, wenn alle so wären wie du in deiner Partei. Ja. Ja, und auf der anderen Seite kann man das halt genau wieder bereuen, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich würde jetzt irgendwie gerne Ampel haben, stellt sich raus, dass die FDP permanent den Zungenschlag mit der CDU verübt, wie sich gerade so ein bisschen anbahnt, habe ich wieder, denke ich wieder, nee, kannst du nicht machen. Aber wenn du es jetzt wieder in die Grünen reinbutterst, dann läufst du wieder Gefahr, dass es dann wieder zu krass in die Richtung geht. Was tun?
Ja, aber also ich sehe da nicht so die Gefahr, dass, weil, also die Grüne ist ja immer die Verbotspartei und so, also ich sehe für mich privat jetzt, ja, wir hatten da das Thema, oder weiß ich gar nicht, ob ich das mit dir mal hatte, dass Leute halt wegen so ganz kleinen Sachen Parteien komplett nicht wählen können, wie zum Beispiel jemand, den du kennst, sagt, ey, ich kann die und die, ich glaube die Linke, ich weiß es nicht, kann ich auf keinen Fall wählen, weil die wollen nicht, dass man privat Munition hat. Oder Waffen besitzt, oder ich weiß nicht genau, oder ich glaube, es ist sogar nur, ich weiß es nicht, welche Form von Waffe. Vielleicht war es auch Munition, irgendwie sowas. Und das ist für mich halt so ein kleines Ding. Natürlich, ich glaube, so hatte ich es mit dir oder mit Tino, wenn jetzt irgendwie eine Partei sagen würde, wenn wir an der Macht sind, darf keiner mehr Skateboard fahren, würde ich die wahrscheinlich auch nicht wählen. Aber das ist ein bisschen unrealistischer und irgendwie, weiß ich nicht so. Ja. Und ich sehe mich da jetzt nicht. Selbst wenn, also ne, ganz egoistisch, wenn jetzt Autos verboten würden, generell, habe ich nicht so das große Problem mit. So. Und weiß ich, also was wäre für dich zu viel Grün? Naja, die Masse macht's. Ne? Natürlich bin ich zum Beispiel, ich finde ein allgemeines Tempolimit keine gute Lösung. Generelles Tempolimit. Das ist jetzt eine Sache, die mich jetzt eher von den Grünen wegtreiben würde, aber da ich nur dahin komme, da ich durch Ausschlussverfahren alles andere überhaupt nicht wählen könnte, muss ich irgendeinen Drops halt lutschen, ne? Und es bleiben ja nur noch Parteien übrig, an denen immer irgendwas zu kritisieren ist. Du sagtest es ja auch schon häufiger, du wählst das geringere Übel. Aber im Endeffekt, so sad, du kriegst halt auch immer irgendwie einen Scheißhaufen mit, wenn du scheiße dich entscheidest, so. Stell dir mal vor, du weiß ich nicht, also wenn ich jetzt irgendwie die Ideen von irgendeiner CO2-Dividende voll gut finde und sage, okay, komm, oder dieses Bürgergeld, was die FDP vorgeschlagen hat, was so ähnlich ist wie das bedingungslose Grundeinkommen, und dann mache ich das aus Versehen, ja, so aus dem Stift ausgerutscht, Kreuz gemacht, und dann gehen die mit der verfickten CDU zusammen, wir haben die ganze Scheiße wieder, Alter, ich würde mich nicht mehr in den Spiegel betrachten können. Das ist total das Dilemma aktuell. Deshalb habe ich einfach die Hoffnung, dass sich die Umfragen so entwickeln, dass mir diese Entscheidung irgendwie abgenommen wird. Und darauf muss ich nicht spekulieren. Ich hoffe, das passiert, weil am Ende, wenn ich jetzt mit dir eine Reise antrete, spätestens dann muss ich den Brief halt einwerfen, weil dann bin ich nicht nochmal in Dortmund. Ich schwitze total und ich überlege hin und her. Und du merkst, also es ist mir jetzt auch so ein bisschen. Es ist ja auch immer so ein bisschen peinlich, wenn man, oder nicht peinlich, aber man soll ja auch immer nicht sagen, was man wählt. Jetzt habe ich schon ziemlich konkret eingegrenzt und so. Ey, na, da sage ich fuck off, Alter. Da sag ich einfach fuck off. Wenn man da nicht zivilisiert drüber reden kann, dann halt dein Maul. Also nicht du, sondern die anderen, weil, Alter, alleine, dass halt dieses Maskentragen so politisiert wurde, es geht mir einfach so auf den Sack, Mann. Das ist ein medizinischer Gegenstand und dann wird es zum Politikum. Ist natürlich in Amerika mehr gewesen als hier in Deutschland, aber Dann ist halt die andere Person unreif. So. Man kann ja drüber geschenkt reden, aber das gleich irgendwie als Angriff irgendwie oder als, keine Ahnung, als Möglichkeit. Ich sehe das genauso wie du. Ich unterhalte mich mit allen, ne? Mit allen Wählergruppen, also wirklich, wirklich mit allen, auch mit welchen, mit denen zum Beispiel Leute, die du kennst, nicht reden würden. Okay. Einfach, weil ich ein offenes Ohr habe und weil ich jede Meinung halt gerne hören will und vor allem, weil ich, wie ich auch gerade im Brennpunkt vermutlich gesagt habe, meine persönlichen Kontakte nicht durch politische Einstellungen irgendwie dezimieren möchte, weil ich das auch für unnötig erachte. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt häufig nicht so, dass man dann irgendwie als was denunziert wird. Zum Beispiel war ich auf dem Männertag mit mit einigen Leuten unterwegs und einer davon war irgendwie nicht so klug. Und er hat die ganze Zeit zu mir gesagt, oh, du wählst doch die Grünen. Und wollte mich halt damit fronten. Und ich so, aua, ne? So, ne? Und das gibt's halt natürlich mit jeder Partei, die du potenziell wählen könntest, sodass du halt das am liebsten nicht lostreten möchtest. Ja, als wäre das irgendwie auch deine ganze Persönlichkeit. Ja. Es ist echt dumm. Und morgen kann die Welt wieder anders aussehen. Ich glaube, der Wegbruch von Religionen hat das auch sehr begünstigt. Also Religion ist ja nicht weg, aber wird ja immer unwichtiger und du brauchst ja irgendwie so ein Identifikationsding. Und Alter, das hatte ich im Brennpunkt angesprochen. Ich glaube, das war im Podcast, das fand ich sehr spannend, dass
dadurch, dass wir die Religion ersetzt haben durch so ein allgemeines Ethik-Moral-Ding, ist der Aspekt von Vergebung so ein bisschen weggebrochen. Und deswegen gibt es so immer mehr so Skandale oder ne, die Politiker, die können sich gar nichts mehr leisten. Also ist natürlich nicht cool, wenn so ein Laschet da am Lachen ist. Aber allgemein, diese Hypersensibilität dafür ist vermutlich, ich glaube auch Brecht hat das gesagt oder so, ist dadurch womöglich ein bisschen weg, dass dieser Religionsaspekt mehr dieses Vergebungsding hat. Also die ganzen früheren Politiker, die haben ja auch übelst viel Scheiße gebaut, aber zum einen war es nicht so medienpräsent und zum anderen wusstest du auch nicht so viel über die. Und ne, es war halt irgendwie mehr so, also wenn ich Laschet was von dem Vater unser, ne? Soll Armin gerne den Vater unser beten, ich verzeihe ihm das mit dem Lachen gerne, aber da bleibt halt noch ein Riesenhaufen Scheiße übrig, der nicht viel mit Verzeihen zu tun hat, sondern mit der Angst davor, dass wir in richtig große Probleme reinrauschen, wenn sich hier nichts tut in dem Land. Ich wollte das nur mal einwerfen, weil ich das sehr spannend fand, auch ich als kein großer Freund von Religion, man könnte fast sagen ein Anti-Freund von Religion, fand das dann dennoch irgendwie interessant. Gut, kurzer Ausflug. Vergebung, du brauchst keine Religion dafür. Ist richtig, klar. Wenn du Leute wegen was von tiefem Herzen verachtest, dann tust du denen nicht weh, sondern dir. Mhm. Wenn du Hass empfindest, wenn du jedes Mal, wenn du die Person irgendwie siehst oder hörst oder dran denkst, wenn du da wütend wirst, dann machst du dich selbst krank, ne? Und du brauchst. Also Vergebung ist auch ohne Religion immer eine gute Idee, will ich sagen. Ja, das weiß ich auch. Hass ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Ja, genauso kann man es halt sagen. Ja, schöner Ausflug. Aber ja, schön. Verzeihen, jetzt hatte ich wieder meinen Punkt vergessen, den ich mir wieder nicht aufgeschrieben habe. Ich bin echt ein Wichser. Ich finde übrigens, das wollte ich mal kurz ansprechen, das ist interessant, wie es aussieht, wen hätten Sie am liebsten als Kanzler? Gibt es ja auch klare Umfragen und da ist ja Olaf Scholz übelst weit vorne. Und, ja, das ist aber auch das Einzige, was die SPD gerade hat, ne? Ja, ist richtig, aber ich finde es halt ein interessanter Aspekt, dass irgendwie, wenn man den Kanzler direkt wählen würde, dass es dann komplett anders aussehen würde, als die tatsächlichen Umfragen so. Also, ja, aktuell... Ja, also spiegelt klar, die SPD ja so ist vorne, aber der hat halt doppelt so viel als Kanzler, als die Partei an sich hat. Ja, naja gut, der Kanzler wird auch immer so ein bisschen hochgehypt, ne? Also wenn es um Gesetzgebung geht, hat der ja tatsächlich verhältnismäßig wenig zu sagen. Der ist ja eher für so andere Sachen wichtig, wie eine mit Raute Staatsmännern machen, anderer Länder reden und so. Wir schaffen das. Das finde ich auch ganz witzig, dass er jetzt irgendwie auf irgendein Cover der Scholz irgendwie diese verfickte Raute gemacht hat und dann der politischen Erbschleicherei verurteilt wurde, sag ich mal. Was witzig ist, weil das ist jetzt genau umgedreht. Der Scholz, der klaut von Merkel und der Laschet, der klaut von Martin Schulz. Der zieht seine Partei nach unten und redet die ganze Zeit von seiner NRW-Nachbarschaft. Mhm. Also es ist quasi in beide Richtungen politische Erbschleicherei. Aber nicht zugunsten der jeweils anderen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Redet bitte weiter. Und so weiter und so fort. Professionell. Ja, machen wir eigentlich heute hier auch so eine Prognose, wie die Zahlen eine tatsächlich Prognose. Ausgehen? Alter, habe ich schon alles gesagt. Ich wollte noch einen kleinen... Nee, ich muss auch nicht jetzt sein. Ich meinte nur so allgemein. Wir machen gerne Prognose, aber es ist irgendwie gefühlt halt eine völlig andere Situation als vor 4 Jahren. Alter, ich hab so viele Selbstzweifel, auch bei all dem, was ich gerade sage, so, das ist schon irgendwie voll was anderes. Ich bin doch total inkonfident gerade, wie ich drüber rede. Ein Punkt wollte ich noch zu dem Thema Vergebung bzw. Shitstorm sagen, dass eine völlig empfindliche Internet-Community natürlich auch auf die kleinsten Fehler schaut, Stichwort Twitter. Die halt genau so was bedingt, dass so ein kleinen Scheiß halt übelst hochlodert, ne? So ein Laschet lacht, das wäre womöglich in einer 2004er Tagesschau untergegangen. Vielleicht hätten das so ein paar Leute gesagt, das geht ja gar nicht. Aber dieses, auch unabhängig von diesem Vergebungspunkt, wäre das ja nie so entflammt, wenn es diesen, weiß ich nicht, ist das ein Schneeballeffekt gegeben hat.
der dann dafür genug, sorgt. CDU-Hate in den letzten Jahren und dann kommt das natürlich gelegen, oder was meinst du? Ja, aber darüber hinaus sorgen ja die digitalen Medien bzw. Social Networks halt dafür, dass das in alle Munde kommt und ja, dadurch teilweise erst die großen Medien erreicht, ne? Aber Twitter ist halt schon trotzdem noch eine halbwegs geschlossene Bubble, also das heißt nicht nur, wenn auf Twitter ein krasser Hashtag rumgeht, dass das dann direkt die ganze Gesellschaft mitbekommt. Nö, nee, klar. Also nee, dieses Laschet also lacht hat wahrscheinlich Oma Gerda auch mitbekommen, aber jetzt das neue Video von Rezo, was halt übelst durch Twitter gehypt wird, das wird die vermutlich nicht sehen, das meine ich halt. Das wird sich zeigen. Also wahrscheinlich könnte es ja auch von dort wieder die alten Medien erreichen, wird es höchstwahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch nicht durch Twitter, ne? Ja. Das dazu. Oh, ist das schön, wir können ein bisschen unprofessioneller werden, weil es nicht der Brennpunkt ist. Außerdem übrigens, weil ich gerade so ein bisschen schwitze und hadere, wir haben gerade eben Brennpunkt aufgenommen. Ich habe nicht mehr so viel Wortgewandtheit. Ach so. An die Zuhörer. Das ist okay. Ja, toll. Also, wir haben immer noch keine Lösung gefunden. Wir hoffen, dass hier noch irgendwas passiert. Ja. Ja, was soll passieren? Also, ich will natürlich eine einstellige CDU sehen. Das wäre enorm witzig. Eine einstellige. Alter. Ja, wer weiß. Also, wenn man jetzt einen Stift nimmt und ein Lineal und dass man diese Balken bisher anlegt, dann hat man, glaube ich, gute Chancen. Also, ich würde mich auch freuen, aber das sehe ich nicht. Und naja, das hatte ich auch. Wir müssen auch ganz fest dran glauben. Sonst also, wo gehen die dann hin? Zur SPD? Zur FDP? Grünen eher nicht, würde ich sagen, oder? Die CDU? Wähler, die abspringen, ja. Ach so. Könnte schon sein, dass sie zur SPD oder zu den Grünen gehen. Also ich glaube, den ersten Verlust, den die CDU jetzt, beziehungsweise der erste Hype von den Grünen, das ist ja von den CDU sehr viel abgeflossen. Ne? Das war zu der Zeit von dem Maskenskandal und so, von dieser Lobby, Korruptionskacke. Und da sind viele zu den Grünen übergewandert tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es mit den letzten paar 20% noch sein wird, ne? Aber dadurch, dass die GroKo ja so ganz, ganz toll und war ja doch nicht alles schlecht, werden die wahrscheinlich jetzt teils auch zur SPD rüberhüpfen, ne? Weil der Scholz ist ja da so sympathisch, der ist ein bisschen wie die Mutti. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die da nicht so krass drauf gucken, das in etwa so denken. Ich gucke hier mal kurz noch was gegen, weil... Ah, nee, ich finde das jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle eh nicht. Klimasozialismus weit weg vom grünen Wunschpartner. Hier... Linke geht für dich gar nicht klar, sagtest du. Die Linke hat schärfere Klimaziele als die Grünen. Ist dir das zu radikal? Also ich finde es gerade nicht. Ich habe nur irgendwo mal so ein Bild gesehen. Das ist natürlich dann wieder, ne? So ein schnell zusammengefasstes und nicht in die Tiefe gehendes, aber wo halt diverse Umfragen, also diverse Themen sind, wo dann zum Beispiel die Grünen, ich weiß es nicht genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wenn ich das nicht finde, aber wo die dann gesagt haben, ja, hier, das kann noch ein bisschen länger laufen. Waren das die Verbrennermotoren? Ich bin mir nicht sicher. Ja, zu den Verbrennermotoren sei gesagt, da gibt es ja noch irgendwie dieses Argument, okay, wenn wir jetzt die ganzen Autos verschrotten, haben wir auch nichts gekonnt unter dem Gesichtspunkt, dass es ja solche synthetischen grünen Treibstoffe gibt, die man synthetisieren kann, wie der Name synthetisch sagt. Ich bin Profi. Und man die mit dem noch ein Weilchen betreiben kann als Übergangstechnologie, kann man drüber reden. Es geht reden. Doch aber gar nicht per se um Verschrotten, oder? Es ging ja erstmal nur neu zulassen. Nein, wie willst du Autos zulassen verbieten? Ach so, neu zulassen. Okay, ja, ja. Das ist was anderes. Ja, ja. Also da sehe ich auch, also das sehe ich weniger als du, dass die Leute dann, jo, da ist jetzt mit Absicht mehr Fleisch. Aber ja, klar, ja. Wenn die Leute auf einmal ihre Autos abgeben müssen, also da brennt alles. Ja, ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt anfangen, nur noch E-Autos zu produzieren, ob die Ladeinfrastruktur das überhaupt hält. Ich sag, sie tut's nicht. Folglich verstehe ich irgendwo den Punkt von, hey, dann lass wenigstens mit diesen grünen Fuels noch Übergangstechnologie machen. Aber da fehlt mir die Basics. So, ich weiß nicht, ob das von der Energieeffizienz überhaupt hinhaut mit dem Scheiß, ob wir das hier überhaupt über Pipelines, was weiß ich, aus den Regionen, wo das womöglich hergestellt wird, überhaupt herkriegen und so weiter. Ich sag nur, diesen Punkt gibt es. Könnte man sich mal Gedanken drüber machen. Aber ich sag, alles, was schnell passiert, ist halt gut. Aber wenn mich was an den Linken stört, dann ist es nicht, dass die noch grüner als die Grünen sind. Okay. Aber bezieht sich das dann nur auf Innen? MinisterInnen? ja, das ist das Einzige. Das ist der einzige Punkt.
Es ist ja nicht mal das Innen, es ist wirklich nur dieser Glottisschlag, ja? Den macht ein Mensch in seinem Sprachgebrauch normalerweise nicht. Und dadurch, dass der gemacht wird, deshalb will ich keinen Linken. Okay. Gut. Nee, also das weil ich wollte jetzt nur den Bogen spannen zu dem von vorhin. Wenn die Globuli-Mafia kommt und plötzlich aber alles gegendert werden muss, ich mag das ja auch nicht. Aber das wäre eine Sache, ne? Da würde ich halt sagen, okay, dann habe ich halt keine Munition jetzt und darf keine Waffen mehr besitzen. Bin ich okay mit, wenn dafür irgendwie dieses scheiß Klimaabkommen eingehalten wird, was kein Schwein einhält, dieses Pariser Abkommen. Es gibt irgendwie zwei Länder, natürlich wieder Skandinavien, die da irgendwie schon seit Jahren auf dem richtigen Weg sind. Aber ansonsten gibt keiner so einen richtigen Fakt drauf. Deshalb, also wir werden irgendeinen bitteren Drop schlucken müssen, anders geht's nicht. Geil. Es sei denn, wir schaffen es doch nochmal irgendwie Volt groß zu machen. Die haben mir, wie gesagt, eigentlich weitestgehend gut gefallen. Hm. Wobei, ich glaube, die gendern auch in dem Wahlprogramm. Scheiße. Scheiße. Nee, dann nicht. Gut. Volt. Ja, hatten die nicht sogar so einen richtigen Hype irgendwie vor 4 Jahren? Echt? Also, das ist dann, wenn dann an mir vorbeigegangen. Also, ja, also ja. Natürlich, ne, relativen Hype, aber soweit ich weiß, war damals so, klar. Volt, Alter, das sind sie. Okay. Nö, habe ich nicht mitbekommen, tatsächlich. Okay, dann war das wohl kein Hype. War wahrscheinlich jetzt nur in Amerika. Ja. Ja, ich, nach wie vor finde ich halt Amerika auch echt spannender als Deutschland. Das ist auch so. Das ist halt super primitiv irgendwie, aber das ist halt auch ein Grund, warum ich mich mit Deutschland ein bisschen weniger auseinandersetze, weil es irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist in Amerika auch irgendwie ein bisschen leichter, weil es ja nur diese zwei großen Parteien gibt und dadurch auch faszinierender, weil es halt noch mehr dieses Hooligan-mäßige ist, ne? Wenn du hier schon sagst, ey, du bist doch Grünwähler, stell dir das mal da vor, wenn es wirklich nur zwei Lager gibt und die sich gegenseitig einen Schädel einschlagen. Wird sich das eigentlich, also steht das irgendwie in Aussicht, dass ich das in Amerika irgendwann mal glatt ziehen kann? Ich weiß, wir sind jetzt gerade bei Butterwa, aber es ist jetzt mal ihr Präsidentschaft war. Dass es mehr als zwei Parteien, relevante Parteien geben könnte irgendwann? Oder also ist es in naher Zukunft undenkbar? Nicht. Ich glaube, dafür erfordert es, also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Trump zum Beispiel wiedergewählt wird und es die Partei so spaltet, weil es gibt ja wirklich Leute, die sich ganz klar von ihm abgegrenzt haben dann. Und es gibt Leute, die krass zu ihm stehen. Wenn sich das aufspalten würde, dann hätten die Republikaner ja gar keine Chance mehr. So, wenn die plötzlich irgendwie zwei Parteien wären. Und ich glaube, dann würde es sich insgesamt öffnen. Aber aktuell sehe ich es eher nicht. Interessant. Ja. Ja, in Deutschland ist es fundamental anders. Wir können unserer Stimme nicht entweder einem Gewinner oder einen Verlierer geben. Wir müssen den Kompromiss finden. Ja. Oh, wird das spannend, ey. Ja, was ich, wenn wir eh gerade beim Amerika sind, wenn die da nämlich wählen, also hauptsächlich bei den Bundesstaatenwahlen, dann haben die immer dazu noch so kleine, ich weiß nicht, wie die jetzt genau heißen, aber halt so direkte Wahlen. Und das fände ich einen super geilen Kompromiss zwischen dem, was wir haben und Schweiz, was ich auch nicht super gut finde. Aber so einfache Fragen, so Ja-Nein-Fragen, wo nicht vielleicht ein riesen Rattenschwanz dran ist, wie Cannabis legalisieren oder so, einfach mit einer direkten Frage an wirklich alle Bürger, das wäre doch super, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Das würde halt maximal an der Dominanz der Dumm scheitern. Die Frage ist, wie schlimm wäre das bei so kleinen Ja-Nein-Sachen, ne? Also ja. Das ist halt das Einzige, was oder man abwägen müsste. Zum Beispiel müsste. Aktive Sterbehilfe, ja, nein. Ich finde, das sind Sachen, die kann man schon auch als Dummer rein irgendwie vom Gefühl her beantworten, ohne jetzt wirklich sich in 1000 Seiten reinzulesen. Ja. Finde ich auch gut irgendwie und interessant, aber man geht ja immer von sich selbst aus, ne? Ja, aber als vielleicht ausprobieren. Ja. Vor allem, ich weiß jetzt auch nicht, was Deutschland davon abhält, das zu machen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie gar nicht umsetzbar ist, aus irgendwelchen Verfassungsgründen. War das nicht auch so ein Spahn-Skandal wieder oder so? Ein Spahn-Skandal? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Dass er gesagt hat, hier, nee, das geht nicht aus religiösen Gründen oder so. Und dann war es aber Bullshit. Oh, ich weiß es gerade leider nicht. Aber ich glaube, da war was. Naja. Aber sowas halt.
mit seiner fetten Villa. Was ich ist mir schon klar, dass man nicht den Otto Normalbürger unbedingt fragen sollte, ey, wie würdest du jetzt die Klimakrise lösen? Das ist viel zu komplex. Aber so war es halt, ne? Kann man schon mal machen. Weil jeder Otto Normalbürger kann in seinem Lebensstil dazu beitragen, die Klimakrise teils zu lösen, ne? Das ist richtig. Ja, also, du wolltest gerade was sagen. Ich hatte mich dafür interessiert, da ich ja den Eindruck habe, dass du zum Beispiel für so reichen Steuern bist. Ja. Es gibt jetzt auch aus der liberalen Seite, und das kann ich auch noch nicht so ganz einschätzen, diese Hypothese, dass dadurch, dass man die Unternehmen nicht mehr besteuert, dass sie dadurch ein besseres Wachstum erlangen, dass sie dadurch mehr investieren können und dadurch langfristig mehr Steuern an den Staat zurückgehen. Ja, das ist ja das berühmte. Wie ordnest du das ein? Das ist ja das berühmte Trickle-Down-Economics-Prinzip, was seit Jahrzehnten in Amerika erfolglos passiert. Also nein, also in der Theorie vielleicht, aber in der Praxis passiert das halt einfach nicht. Okay, woran liegt's? Und außerdem, was man ja auch noch bedenken muss, die Otto-Normalbürger und die Armen, die bräuchten ja im besten Fall auch Geld, was sie dann wiederum ausgeben können. Deswegen ist ja das bedingungslose Grundeinkommen auch nicht so eine schlechte Idee, weil was macht man mit extra Geld? Man gibt es halt eher aus. Aber das würde ja dann genauso für die Großen gelten. Die Reichen. Ja, und die investieren dann in irgendwelche neuen Kraftwerke oder in Bitcoin. Bin ich übrigens auch gar kein Freund mehr mittlerweile. Du warst mal Freund von Bitcoin? Weißt, okay, wir schweifen ab, aber ich merke. Nee, also Freund nicht, aber der Bitcoin-Stromverbrauch ist mittlerweile Dänemark und irgendein anderes Land zusammen. Und das ist schon alleine einfach ein bisschen dumm. Also jetzt fernab von Bitcoin an sich, aber es ist halt einfach klimakrisentechnisch total dumm. Ja, wobei es da, habe ich vor einer Weile mal den Ansatz gehört, und das geht jetzt gerade wirklich in eine völlig andere Richtung, aber ist egal, dass man den überschüssigen Strom, den man zum Beispiel produziert, wenn es nachts ist oder sehr, sehr windig oder weiß ich nicht, weil erneuerbare Energien haben ja den Nachteil, dass die sehr, sehr schwankenden Strom produzieren, dass man bei so Peaks den überschüssigen Strom für so Mining nimmt, weil der ja sonst quasi weg wäre, sage ich mal, und der sich auch nur sehr schwer speichern lässt oder halt direkt an der Quelle, wo halt Strom übrig bleibt, dass man das dafür verwendet und somit langfristig irgendeine Kryptotechnologie verwenden könnte. Haben wir jetzt natürlich wieder gefährliches Halbwissen. Es gibt ja andere Krypto, die nicht wie Bitcoin harten Stromverbrauch hat. Also ist jetzt bin ich schon zu lange aus dem Thema raus, aber wie machen die das denn? Na, das ist doch auch ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Proof of Work und Proof of Things, oder? Was ist denn Proof of Things? Na, das andere. Ah, siehst du, ich bin schon ja völlig abgehängt. Der Proof of Things ist das neue energieeffiziente Blockchain. Soweit ich weiß, also ich bin natürlich auch nur so halb im Thema drin, aber ich finde es, ja. Also klar ist auch in der Idee ganz gut, ja, hier, ne, die bösen Banken und so, bin ich ja auch, verstehe ich alles und hier, die sollen dir da nicht reinfuschen, aber auf der anderen Seite wird es natürlich auch übelst für nicht so nicht so lupenreine Sachen verwendet. Also das gleicht sich ja dann auch wieder aus. Heftig. Krass, also was mir gerade auffällt, an alle Zuhörer, ja. Wir haben Wissenslücken. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt. An der Stelle fordere ich auf, den Kommentarbereich mit Füllungen dieser Wissenslücken voll zu spammen und uns und den anderen Leser der Kommentare zu helfen, vielleicht auch eine bessere Wahl zu treffen. Ich mache mir so viele Proof Gedanken. Proof of Stake ist das andere übrigens. Proof of Stake. Danke fürs Rausbringen, Arschloch. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, aber jetzt, wo ich sie preisgebe, fällt mir auf, dass mir doch sehr, sehr viel fehlt. Und ich bin immer über jegliche Form des Dialogs dankbar. Ja. Auch wenn ihr sagt, hey, Herodes, du hast dir gerade total die Scheiße zusammengelabert. Raus damit, ne? Ja, also vielleicht hätten wir auch am Anfang sagen müssen, wir sind ja jetzt keine Politikexperten oder sowas. Nee, aber wir sind Wähler. Richtig, wir sind der Durchschnittswähler, hallo? Und das ist halt hier so eine halbe Perspektive da rein. Ja.
Außerdem ist ja auch einfach lustig, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch eine Prognose aufzustellen, die dann eventuell stimmt. Ja, oder man stellt halt einfach keine Prognose auf. Ach so, na dann. So, jetzt habe ich dich auch mal rausgebracht, du Arsch. Okay, ja, guck mal, was die aktuelle Sonntagsfrage sagt. Gucke mal. Ist bestimmt hier schön. So, vom 4.9. gibt es eine von Insa. Oh, die ist aber schön. Okay. Ich sage, dass die CDU-CSU noch runtergeht und dass die Grünen noch ein bisschen hochgehen. Okay, pass auf, ich mal mir das jetzt hin und wir schreiben das dann auch gerne nochmal in die Beschreibung rein, wenn Robin das nicht wieder vergisst. Aber ja. Du kannst ja, ich schreibe mit deinen mit und dann halten wir das mal gegeneinander. Übrigens, Robin, denk dran, in Summe werden es immer 100%. Ja, das werden wir dann sehen. Sonstige ist ja immer für dich da in solchen Fällen. Sobald ich nicht über die 100 schon vorher komme. Ja, die machen, glaube ich. Also das wird hier auf jeden Fall. Aber du kannst ja schon mal deine Sachen sagen. Ich glaube, also da bleibe ich einfach bei. Ich weiß ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass die CDU noch so geheime Wähler hat. Also ich sehe die CDU nicht unter 20%. Okay. Und das wäre ja eh schon hart. Also die waren was? 32 vor 4 Jahren? Die waren bei 32, fast 33, 32,9. So. Und das wäre halt trotzdem ultra harter Abfuck, ne? Für die, so. Ja. Aber klar. Was wiederum auch stimmt, es ist halt keine Merkel mehr. Deswegen kann es schon auch sein, dass da mehr abwandern. Aber unter 20, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will einfach nur positiv überrascht sein, wenn es wirklich so ist. Du mal mit deinen Selbstverarsch-Strats, Alter. Ja, ich überliste mich. Ich gehe schon mindestens auf 22. Ich sag's erstmal grob. Okay. Aber ich sehe die schon. Also jetzt hier diese Insa, ich habe sie jetzt auch gerade, die sagt 20. Nee. Es gibt auch welche, die sagen Ticken mehr, ne? Ja. Also das ist ja die aktuellste, so wie ich das hier sehe. Ja. Ja, ich sehe es nicht unter 20, auch wenn der Abwärtstrend immer weitergeht. Ich würde mich freuen. AfD ist relativ konstant, sehe ich hier gerade. Also? Die wird, denke ich, ja auch so bei den 11% sein. Okay. Wäre ich auch nicht abgeneigt, wenn das tiefer geht. Aber wo soll es denn halt auch alles hingehen, ne? Die wählen sich doch gegenseitig. Man muss dazu sagen, ich glaube, die AfD, die waren jetzt in den Medien, haben ganz, ganz viel Scheiße geredet, aber die waren bei relativ wenig Entscheidungsfindungen relevant, so. Also die haben, glaube ich, nichts Schlimmes, also die haben jetzt nicht Grauen gebracht, was man vermutet hat. Nee, das ist halt eher so eine Einkackpartei. Ist erstens richtig, aber ich meine ja auch, wenn der Trend in Deutschland einfach ein bisschen zurückgeht, das fände ich halt gut. Klar. Jetzt fernab von, was reißen die tatsächlich. Ich glaube halt wirklich, dass jetzt so, ach scheiße, die Merkel ist weg, aber damals mit dem Schröder, jetzt setzt diese Nostalgie ein, das war ja gar nicht so übel. Ich glaube, das könnte der SPD echt nochmal einen krassen Boost geben. Well, ist ein Punkt. Und deswegen glaube ich auch, die 25, die ich hier sehe, die könnten noch höher werden. Also ich glaube eher, dass sie aus Nostalgie oder, ne, da sind ja jetzt auch viele ältere Wähler dabei, die eventuell ohne Merkel keine CDU wollen. Und, Ich sag jetzt mal 28. Ah, okay. So, mache ich hier eigentlich gerade alles? Moment oder mal, ich warte auf dich und will danach meine Sachen sagen. Übrigens, unter deiner Prognose wäre eine große Koalition möglich. Das wäre doch mal was. Dann muss ich leider die CDU noch weiter runter. Ich gehe jetzt da nicht danach. Ich bin auch relativ sicher, dass sie das nicht nochmal machen. Das würde denen so das Genick brechen. Mhm. So. Ja, it's hard, Alter. It's hard. 13% hier FDP, die steigt auf jeden Fall. Ich rechne das übrigens gerade nicht gegen. Ich schreibe mit. Und ich glaube, unsere Zuhörer, die zocken auch gerade und die genießen das hier gerade. Müssen sich konzentrieren. Ja, aber Grüne sehe ich schon auch höher. Also ich glaube, es gibt da viele, die halt sich so denken, ja, Grüne, ich weiß nicht, aber um ein Zeichen zu setzen, guck doch mal, die Piratenpartei waren ja auch mal
groß, als es darum ging, hier euer Internet. Tja, mit ihren 3,2% oder was? Ja, ganz damals, aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob das da, war das 3,2? Waren die nicht mal höher? Die haben es, weiß ich, also die haben es zumindest zur Wahl nicht im Bundestag geschafft, das war klar. Naja, aber die kam aus dem Nichts, ja? Ja, ja, klar. Out of the ashes. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich sag jetzt irgendwie 18. Vielleicht sogar, 18? Ich könnte denen auch 20 zutrauen. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass der SPD-Boost, also ich gebe den gerade zu viel, glaube ich. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Wenn wir jetzt sonstige 8% haben, bei was bin ich denn dann? Naja, warte mal, ich rechne mal kurz aus. Also 70, 81. Du hast es noch 19% zu vergeben. Und sonstige ist noch nicht drin. Genau. Das ist ja schon wieder schlecht. Weil wenn sonstige 8 ist, dann habe ich ja nur noch 11. Kann ja sein, dass keiner die sonstigen wählt. Na, dann ist sonstige 7, dann habe ich 12. Dann gebe ich jetzt der FDP. Das ist doch scheiße. Tja, so ist das leider mit den ganzen 100% Sachen. Aber du kannst auch die sonstigen einfach rausnehmen und sagen, hey, absolute Zahl, wie sie dann in den Bundestag... Nee, das wird nichts, das ist Quatsch. Okay, sonstige 7? Ja, muss schon irgendwie was in der Richtung sein. Und ja, dann wird's halt dumm. Dann muss ich ja bei der CDU runtergehen. Oder was? Hast du jetzt den Grünen 20 gegeben? Nee, ja. Oder? Ja? Nee, das, nee, du, das ist du halt... hast den 20. Ja, ja, aber du hast es aufgeschrieben. Nee, mhm. Geh mal wieder auf 18. Okay. Ja, dann gebe ich den FDP-Lern 10 und okay. Linke Rest. Oh, jetzt muss ich mal rechnen. Das sind 50, das sind 60, 78, 89... 89 plus 7 sind 96. Also kriegt Linke 4. Ach scheiße, das passt hinten und vorne alles nicht. Die haben never 4, okay, Alter. Ich hör auf mitzurechnen, gib halt mehr als 100%. Aber so finde ich das eigentlich ganz geil. Stell dir doch mal vor, die Linke fliegt aus dem Bundestag raus. Es kann halt... Nee, das passiert nicht. Und ich finde das auch okay. Also gerade auch, also wenn wir da so eine AfD haben, das ist jetzt nicht Hufeisentheorie, aber wenn da so eine AfD sitzt, finde ich das auch gut, wenn da so eine Linke sitzt. Mit von beiden Seiten gebrüllt wird. So viel brüllen die nicht. Also die Linke ist ja wohl jetzt nicht auf einer Ebene mit der AfD. Nee, die ist auf einer anderen Ebene. Ja. Nennen wir mal so einen Gregor Gysi aus der AfD. Ja, also alle. Nee, ich weiß auch auf den Hause. Also okay. Ja, es ist alles scheiße, so auf jeden Fall. Du sagst, dass die CDU mehr kriegt als aktuell vorausgesagt, dass die SPD ja, mehr kriegt, dass die Grünen genauso viel kriegen? Ungefähr, dadurch, ja. Aber dass FDP und Linke eher, also die... Vielleicht ist es auch gar nicht so unrealistisch, weil es waren ja jetzt die drei Leute da präsent und ich glaube, dieses Triell war auch schon irgendwie, ich habe jetzt keine Einschaltquoten gesehen, aber ich glaube, das hat Deutschland schon verfolgt. Na gut, aber wenn das Triell schwach ist, dann treibt das ja eher in die Hände der kleineren Bundestagsparteien, ne? Ja, aber alleine, wenn ich ja sehe, ich glaube nicht, dass es so schwach war. Wenn 50% der Leute sagen, wir wollen Scholl direkt haben. Der heißt nicht Scholl. Es ist einfach drin, Alter. Sagen das 50% der Befragten oder 50% derer, die sich entscheiden mussten? Der Befragten. Also ging die Option gar keiner, ging gar nicht? Ja, ist richtig. Das ist dann nur unter den dreien. Aber ich glaube schon, dass das ein Indikator dafür ist, dass sie das nicht alles scheiße fanden. Ich meine, ich kann ja auch Scholz wollen und links wählen. Ne? Das geht natürlich. Weil die Linken stellen ja bekanntlich keinen Kanzler auf. Also ich würde jetzt theoretisch der CDU auch was wegnehmen und das auf FDP und Linke noch drauf tun, aber das, also ich sehe es nicht, Dann ist eher wieder die SPD kleiner, in meinem realistischen, ja, weil die sich ja schon auch ein paar Wähler hin und her schieben. Aber nee, ich glaube SPD ist halt gut dabei. Die haben halt auch keinen Bock auf die Baerbock, so. Ach, come on, Alter. Ich glaube, wenn die Baerbock 60 wäre, ja, da hätte die bessere Chancen. Ja, oder wenn junge Menschen wählen könnten unter 18. True. Ab 16 bin ich schon irgendwie dafür.
Also auch wenn ich das Argument verstehe, dass vielleicht 16-Jährige ein bisschen dumm sind, ist halt trotzdem irgendwie. Ich war auch mit 18 noch dumm. Also ja, das ja, ist, glaube ich, individuell, ne? Ja, ist true. Ich meine nur, es ist halt trotzdem deren Zukunft. Die haben Recht dazu, dumm zu wählen für ihre Zukunft. Ja, ja, klar. Ja, lass mal jetzt so, keine Ahnung. Also ich mache jetzt hier linke 7%, auch wenn es nicht ganz hinhaut. Dann sind halt die sonstigen. Dann ist halt leider die Partei raus oder so. Die Partei ist eh nicht drin. Ja. Ich meine, okay, bei sonstigen. Ist sie nicht die größte bei sonstigen mittlerweile? Oh, das weiß ich nicht. Die sonstigen sind auch nur sehr, sehr, sehr selten aufgeschlüsselt. So, das wäre halt mal interessant, ne? Dass man das ein bisschen sehen könnte. Aber das ist, glaube ich, auch schwer zu erfassen. Okay, du sagst, die CDU ist 22. Ich sage nicht. Ich sage, die wird weiter sinken von 20 auf 18. Fände ich gut. Die SPD wird stagnieren. Die geht nicht auf 28 hoch, sondern bleibt bei 25. Die Grünen hingegen werden wieder ein bisschen Strecke machen und von aktuell prognostizierten 16 auf 18 hoch. Ich finde 13% FDP schon viel. Ich denke, das wird nicht mehr, das wird so bleiben. Bei den Linken weiß ich es nicht, da habe ich einfach die Umfragen übernommen von 7. Bei der AfD denke ich, die geht runter. Das war zumindest in der letzten Wahl auch so, dass die höher prognostiziert war, als sie tatsächlich bekommen hat. Also setze ich die AfD auf 10 und da bleiben 9 Punkte für etc., glaube ich zumindest, übrig. Das würde, was würde das möglich machen? Ich glaube, da ginge 18, 36, unter Umständen Jamaika macht das Würstchen. Es ginge witzig. Ganz knapp Rot-Rot-Grün unter meiner Annahme, aber ganz knapp. Ich glaube, Jamaika hätte sogar mehr unter... Nee, hätte es nicht. Rot-Rot-Grün. Und unter meiner Annahme hätte die Ampel am meisten. Ich sehe auch gerade, dass den größten positiven Prozentsatz Grüne hat. Also natürlich CDU negativ im Vergleich zu... Zugewinn meinst du? Ja. Und das ist ja zumindest schon mal ein Trend. Also jetzt fernab von irgendeiner Politik. Ich habe ja auch gesagt, bei der AfD ist einfach der Name clever platziert. Alternative, das klingt halt schon irgendwie wie was, was man halt wählen kann, wenn man gefrustet ist. Und Grüne, jetzt fernab von Politik, das klingt halt, ah ja, okay, die machen hier dieses. Und einfach, vielleicht kann man da zumindest einen kleinen Trend absehen, dass auch die Leute einfach ein bisschen mehr Awareness dafür haben. Das wäre doch schön. Also wenn ich nicht wüsste, ich würde wählen du. Das finde ich halt auch irgendwie ein komischer Name. Also jeder wählt ja ein du. Also ist komisch. Die Egoismuspartei. Die Urbane. Eine Hip-Hop-Partei. Wenn es nicht so wichtig wäre, würde ich drüber nachdenken. Ja, das meinte ich halt eingehend. Dass es eigentlich schade ist, dass ich das gar nicht in Erwägung ziehe, irgendwie hier so ein Kasperle da reinzuholen. Ist schade. Es ist so wichtig, aber ich sag immer, es ist eine Revolution von beiden Seiten, oben und unten. Wenn wir es politisch nicht schaffen, können wir es immer noch über diverse FFF-Streiks und so weiter probieren. Da machen wir mal eine Petition. Nee, aber selbst wenn es nur ganz, ganz, ganz wenig bringt, auf die Straße zu gehen, das ist der stete Tropfen, der den Stein höhlt, sei er noch so heiß. Und schön. Deshalb, egal wie schlimm oder gut oder toll es wird nicht toll. Wir müssen den kleinsten Mist wählen. Aber wir haben noch genug in der Hand, selbst wenn nicht das passiert, wenn wir wollen, was wir wollen. Selbst wenn ein Laschet an die Macht kommt, wobei ich eher glaube, dass wenn Laschet an die Macht kommt, wird die nächste Butawa-Folge keine 4 Jahre brauchen. Ja, ja, ja. Also ich will es auch einfach nicht. Also ich bin da richtig schon langsam Prinzip-Hater, was ich ja eigentlich nicht so geil finde, aber ich kann auch dieses Gesicht einfach nicht mehr sehen. Ja, das ist halt ein Vollidiot. Ich meine, Bekanntheit erlangte er, glaube ich, zum ersten Mal, als er seine verfickte Maske falsch auf hatte. Oder wann hast du zum ersten Mal was von Laschet gehört? Ich glaube, das hast du relativ früh gesagt, weil das ja dein Bobby da ist. Mein Bobby? In NRW. Du hast da ganz früh schon mal was erwähnt, als du in Köln warst, glaube ich. Echt? Okay. Okay, kann aber sein. Aber sonst hatte ich den gar nicht auf dem Schirm.
Also, wie gesagt, dieses, wo er dann irgendwie zu Corona in irgendeiner Station war mit Maske und Nase halt draußen. Also, er hat es quasi erfunden, ne? Ja. Auf der anderen Seite, wenn alle Stricke reißen und wir kriegen einen Kanzler Laschet, ich glaube, das schafft die CDU nicht. Der Vorteil wäre halt, dass die derart einbrechen würden, dass sie sich abschaffen. Dass wir da ein Weilchen Ruhe hätten. Ja. Ich will aber an dieser Stelle trotz Prinzip Hate nochmal betonen, dass ich es total dumm finde, irgendwelche Clownsbilder von Laschet rauszuholen und die damit zu fronten. Ja, das ist halt Quatsch. Ja, ich meine, das passiert halt. Der Punkt ist halt, der ist auch ein bekennender Rheinländer und da feiert man halt nur mal Karneval. Also, ja, und das ist halt der schlechteste halt Front von allen. Ja. Er hat so viel Potenzial, ihn klein zu hacken. So. Ich meine, selbst die Sache mit den drei Worten ist halt witzig. Ja. Ja gut, dann haben wir jetzt hier unsere Prognose und gucken dann mal in ein paar Wochen, wie das so aussieht. Ja, wie gesagt, Leute, ich habe mich selbst beobachtet. Ich habe festgestellt, dass ich doch immer noch sehr inkonfident und gefühlt ungebildet bin. Fügt dem gern was hinzu, wenn ihr was habt, sagt Bescheid. Und eure Prognosen sind auch interessant, aber nicht nur die. Wenn ihr die reingebt oder kommentiert, dann bitte mit Begründung, weil sonst sind die doch langweilig. Ja, also eure Prozentzahlen in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwas berichtigen wollt, das dürft ihr natürlich gerne machen. Aber nicht, wie hier Herodes gesagt hat, wie ein Huso. Ja, weiß ich, das und das. Nein, wir pflegen hier einen ganz gesitteten Dialog. Aber das sagt man nur für die Leute, die sonst nicht Brennpunkt oder Scheiße, nochmal neu aufnehmen. Ja. Die sonst nicht Panumcast hören, weil die uns bisher gehört haben, sind sehr, sehr schlau und wissen, wie man konstruktive Kritik abgibt oder sich am Gespräch beteiligt, ohne anderen Leute auf die Nerven zu gehen. Ja. Und wenn ihr nicht genug bekommt von Politik, dann wird es wahrscheinlich am Wochenende das Special geben. Tino und ich werden auf die Straße gehen und die Leute mal fragen, was sie auf keinen Fall wählen würden. Cool. So, was gibt mal die Legislaturperiode? Nichts Gutes. Aber ich bin auch emotional auf diesem Level, wo ich sage, Merkel, bitte geh nicht. Das ist ja so ein Heimatsgefühl, ne? Das war bisher immer so, ich habe mich immer so gefreut, wenn die Merkel endlich weg ist. Jetzt denke ich mir so, fuck, ja, wir brauchen die Merkel. Schlimm. Und jetzt gehen Merkel, die aber auch so, bitte bleib. Die geht aber auch so ein bisschen genüsslich. Ich glaube, die weiß, dass man sie vermissen wird. Ja. Ey, ich bin Alter, mal gespannt, was von ihr noch kommt. In den ganzen Ausländerforen, ja, oh, die Führerin der freien Welt, die wird halt übelst gehypt international, ne? Und das wir denken uns hier, keiner hin, die das kriegt kein Laschet und kein Scholz hin. Dieses Bild, Alter. Gut, wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, ein Scholz kriegt das schon eher hin. So viel Kacke, wie der am Schuh hat, aber ich glaube, der kriegt das eher hin als bei aber Baerbock, was ich eingehend halt erwähnt habe, die haben halt alle irgendwie Charisma wie ein Turnschuh, finde ich. Da ist nichts. Klar, der Sophie Scholz, der strahlt ein bisschen Ruhe aus, aber da ist doch nichts, wo man sagt, ja, mit dem würden wir mal ein Bier trinken. So, oder unsere Mutti, weißt du, dieses irgendwie. Ja, ist so ein Typ, mit dem würde ich wahrscheinlich aus Nettigkeit ein Bier trinken. Und dem dann aus Versehen meine falsche Nummer geben, dass sie nicht nochmal meldet. Schön. Ja gut, dann sehen wir uns in den Kommentaren und nach der Wahl. Yippie. Okay, und nach der Wahl, weil, was ist nach der Wahl? Ach so, nach der Wahl ist vor der Wahl und der Legislaturperiode gebe ich eine 3 von 10. Weil ich persönlich ging es mir nicht schlecht, aber ich habe einfach nichts Gutes gesehen. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich fand, wir haben die erste Corona-Welle ganz gut hingekriegt. Leider nur die. Ich gebe der Legislaturperiode eine 3 wie 3 ganz einfache Worte. Ja. Und wollte eigentlich sagen, was nach der Wahl ist, kommt das Ärztealbum raus und machen wir einen Verlinkcast. Aber nein, nach der Wahl ist natürlich vor der Wahl. Ja. Okay, ciao. Tschüss.